in Balsimov wieder bei Stranded Deep ohne Akzent mit Sascha und mit Ram, also mit Joker und mit Ram und mit Joker und mit Kai und mit, weiß ich nicht. So, also, Yogapalmen wollen wir gerade ansammeln. Ja. Wir brauchen ja noch Seile, damit du in deine Hütte kommst. Aber es ist gar nicht, ich hab keine Pause. Wow, holy crap. Ich hab, wir können ja mal richtig krass so einen Jump sehen. Ich habe keine Pause gemacht zwischen der Aufnahme, es geht direkt weiter. Ich habe auch gar nicht erwähnt im letzten Teil, ich habe das Spiel selber noch nicht angespielt währenddessen. Ey, du hast mal zugeschaut. Ja, genau, ich habe das schon einige Stunden zugeguckt. Das ist ja bei Steam. Wenn man zwei Monitor hat, das ist ganz cool. Ich habe am ersten Monitor irgendwie Stronghold Canyons gespielt oder keine Ahnung, oder bei Isaac oder so ein Zeug, und auf dem zweiten Monitor konnte man dann gut zugucken. Das ist immer geil. Hm. Ja, ich glaube, du hast nur zwei Yucca-Palmen auf deiner Insel, weil ich sehe dich gerade noch rumlaufen. Gibt auch Inseln, wo drei von den Palmenpflanzen drauf sind. Wie viele brauchst du davon? Sechs oder was? Sechs Stück. Campfire. Oh Mann, ist wieder zu weit weg wahrscheinlich. Ja. Ist aber kein Problem. Normalerweise kannst du den hintersten Stick, wenn du drauf guckst, ja, nehmen. Mit der rechten Maustaste ihn bewegen und dann kannst du den ganzen Haufen zum... Ich kann nur Campfire draus machen. Nein, kannst du. Du musst auch einen Hammer benutzen. Ich dachte, ich sollte keinen Hammer benutzen. Build Support. Nein, für das brauchst du einen Hammer. Nee, Build Support kann ich nur machen. Weil das sind vielleicht... Steps. Fünf Sticks liegen da, ne? Ja. Und sechs Ropes. Vielleicht sind sechs, also sechs Lashings. Vielleicht sind sechs Sticks. Ich sehe nur vier Lashings. Ich sehe auch nur vier Lashings. Achso, habe ich zu viele wieder... Ah, ja. So, jetzt sag ich jetzt mal nichts zu. Yay, wir haben ein Dorf. Genau, wir haben ein Dorf. Jetzt ziehen sich hier langsam Leute an, so sieht nämlich aus. Jawohl, hier guckt der Ostseeanrainer hat sich erstmal einen Strandkorb gebaut. Aber ich finde trotzdem, die sollten noch so eine Dings, also dass du auch quasi Fenster einbauen kannst später. Das ist übrigens im letzten Part mein Heimatort verraten. So eine Art Buschtür. Geh mal davon aus, sowas ist bestimmt auch angedacht, weil wenn die Viecher kommen, wirst du bestimmt was haben müssen, wo du auch die Hütte schließen kannst. Ja, hallo. Ja, kommen wir mal eigentlich zu einem anderen Thema. Mach dir mal eine Fire Pit mit einem Spit. Das ist eine Fire Pit. Genau. Also, dafür brauchst du erstmal fünf Sticks. Du musst nächste Baum dran glauben, ne? Und du solltest schon mal zählen, ob du sechs Rocks besitzt. Ja, die habe ich bestimmt. Ich habe so viele eingesammelt. Da müssen alle davon liegen, glaube ich. Tada! Da ist wieder ein Fußabdruck an dieser Palme. Ja. Und noch einer. Was sind das für Fußabdrücke? Eine schöne Spur. Was sind das für Fußabdrücke? Leicht gestrandete Bigfoot. Personen. Bigfoot, genau. Karibik Bigfoot. An der Palme. Das ist, wie heißt nochmal das Multitalent bei Route.de? Marcel Davis. Ja, das ist Marcel Davis gewesen. Bei seinem Hobby. Ja, weil mich das und das noch nicht, alles, noch nicht ganz ausfüllt. Ja, ist ja noch bei Stranded Deep und bevölkert die Insel. Ja, und es macht sogar auch Palmen. Ja, schisch, ne? Ja, hatte ich auch letztes Mal einen geilen Bug gehabt. Normalerweise ist es doch so, dass du halt aus dem Trunk einen Lock machst. Ich konnte aber direkt Sticks machen aus dem Trunk. Ja, oder du hast den wahrscheinlich unbewusst so geteilt, dass der schon zerbrochen war. Das ist mir nämlich auch passiert. Frisch abgeholzt. Ja, das ist ja geil. Den hätte ich auch gerne. Am besten platzt die ganze Palme und da liegen 15 Sticks. Das mit den Rocks könnte eng werden. Du solltest die Insel nochmal abforschen. So, 5 Sticks hast du, dann machst du einen Campfire. Warte mal, 5 Rocks haben wir auch. Hier lag aber noch irgendwo einer. Ich habe hier noch einen hingeworfen vorhin. Boah, 6. Ja, ich hatte hier vorhin noch einen hingeworfen, das weiß ich. Ich weiß nicht mehr wo. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ja, such die Insel ganz in Ruhe ab. Immer zwischen dem... Du kannst auch mal in die Büsche reingehen. In den Büschen liegen meistens auch noch Rocks. Musst du ganz langsam gucken. Dein Auge aufsperren. Mr. Krabs. Ah, es hört auf zu regnen, sehr schön. Hier ist nichts mehr. Doch, doch. So.
Nee, im Ernst, hier ist nichts mehr. Da muss noch ein Rock sein. Ich hatte ja vorhin auch noch einen, aber ich weiß nicht, wo ich ihn hingeworfen habe. Also für einen Fire Pit hast du immer reichlich Rockstar. Mach ich mal ganz was mit der Kokosnuss, das wollte ich gerade eben schon machen. So, dann machen wir das hier. Verderben die Kokosnusshälften eigentlich auch? Nein, bisher nicht. Doch nicht. Ich will mir nur schon mal irgendwie so 5, 6 Dinger als Vorrat anlegen. Ja. Weil du brauchst einen sechsten Stein, sonst wird das Reparieren von Krebsen eine Qual. Oh, ein Hai, der in meiner Dings schwimmt. Hallo, hallo Hai. Hallo Hai, da bist du. Wo bist du hingeschwommen, Hai? Ach man. Ja, Bugs, ne? Ist normal bei einem Early Access Spiel. Sei froh, dass es nur der Hai ist und nicht der Buckelwal. Den Bug gibt es nämlich auch. Kann man mal bei YouTube eingeben. Ja, das stimmt. Da schwimmt dann auch mal ein Wal durch die Insel. Also trinken geht eigentlich meistens immer ziemlich schnell voll. Also du brauchst nicht so viel trinken, ne? Ja, ich habe das nur gemacht, damit ich die Dinger als halbieren kann, weißt du? Ja, du kannst auch die Kokosnüsse aufeinander schlagen, dann gehen zwei gleichzeitig auf. Ja, es ist zu spät. Jetzt habe ich schon alle aufgemacht. So, machen wir hier das Lager für Essen. Das erst, kannst du dir immer aufteilen, das ist ganz gut. Das dürfte erstmal reichen. Dann haben wir hier auch noch was zu trinken. 2 Stück Drinkable ist auch immer gut. Und hier machen wir nochmal ganz fix, zack. Irgendwie kam mir das mal so vor, als hätte ich gerade so einen Mikroruckler gehabt. Kann sein, dass ich, weil ich nebenbei halt noch streame. Aber eigentlich ist solltest, du solltest aber, solange du Tageslicht hast, such die Insel nach dem sechsten Stein ab. Ich wollte mir nur hier einen kleinen Vorrat hinlegen. Der muss da sein. Ich hab den vorhin ja auch irgendwo gehabt, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn hingeworfen habe. Das ist das Problem. Ach so, hier. Wow, war das gerade besser so behindert. Oh man. Okay, Craft Campfire oder was? Nee. Nein, erstmal machst du ein Campfire, ja. Ja, Campfire. Zack. Ist und da. Das legst du neben die Steine am besten. Feuer, und irgendwo. Hab ein Firepit, hab ich gerade. Jawohl. Jawohl, so, kann ich eigentlich auch so jetzt Speer brauchst machen. Du noch ein Seil und 3 Sticks. Kann ich auch irgendwie einen Speer machen oder sowas? Ja, dafür brauchst du die Rock Shards. Machen wir gleich. Ganz ruhig bleiben. Cool. Erstmal 3 Sticks und ein Seil. Ich will töten. Ja, wir haben Seile und Sticks haben wir auch, also. Eben das Feuer legen und daraus machst du ein Fire Spit. Kennst eigentlich, also hat man das ja normalerweise immer auf a Tripod genannt? Ja. Ja, das ist eigentlich, ein Tripod. Halt ein Dreibein, eine Kochstelle. So, einen Speer möchtest du bauen, pass auf. Ich werde mal, ich mach mal kurz hier ein bisschen Planung, damit ich die Sachen mal ein bisschen. Oh nee, das ja, ist dumm. Für den Speer ist es wichtig, eine Steinscherbe, weil du jetzt keinen Stein mehr hast, die musst du dir jetzt aufbewahren. Eine legst du vor dich auf den Boden mit 2 Stöcken und einem Seil. Moment, ich muss gerade mal kurz hier die Sachen ein bisschen umpositionieren. Ich wollte das Essen und so alles mal da hinten hinpacken, die Potatoes und so. Ja. Wenn ich jetzt alles gut gesammelt habe. So, sehr schön. Jetzt haben wir hier jede Menge Essen und Trinken. Kartoffeln habe ich auch gedacht, die schmeißt man ins Feuer. Nein, Kartoffeln werden hier roh gegessen. Schmeckt natürlich bestimmt lecker. Ist doch irgendwie ungesund eigentlich, oder? So, noch nein, nichts. Kartoffeln kannst du roh essen. Du wirst auch davon nicht sterben. Warte mal, wie macht man das? Schmeckt. Was war das Boden, jetzt? Auf den Boden legen. 2 Sticks. Achso, 2 Sticks, okay. Cruel Spear. So, dann kannst du mit dem Speer mal loswandern und kannst mal 4 Krabben aufspießen. So, ich packe noch mal alles weg, was ich so in Baumaterialien habe. Wo seid ihr, ihr Krabs-Dinger? Bei den Krabben ist es wichtig,
bei den Krabben, das scheint auch zu funktionieren, es gibt männliche und weibliche Krabben. Töte nicht zu viele, damit die sich auch wieder vermehren. Denn nur wer nicht alles komplett ausbeutet, hat auch genug zu essen. Ich habe eine Sardine getötet, Alter. Wenn du sie aufgespießt hast, nochmal linke Maustaste drücken, dann packst du sie automatisch ins Inventar. Ich werde doch gerade noch mehr. Je länger du da unten tauchst und fischst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hai kommt, ne? Macht ja nichts, mach mal weg. User left your channel. Ja, ist kein Problem. Den Trick verrate ich dir noch nicht. Ich will keinen Tricks kennen, ich will das fair machen. Also zumindest, wenn, dann will ich mir selber erarbeiten. Du musst auch mal gucken, es gibt verschiedene Fischarten auch, ne? Was zum Beispiel Rockfish und so ist nicht so empfehlen. Ja, Rockfish darfst du auf keinen Fall essen und diesen Angelfish auch nicht. Der ist giftig, auch wenn du ihn kochst. Beste, was du finden kannst, ist dieser, wie hieß der noch, Cod? Oder wie heißt der? Codfish. COD, ja, Codfish. Okay. Und dieser Barsch hier. Big Bass. Big Bass ja. Und Codfish sind die selten. Also seltenste ist... Oh, Seeigel. Codfish. Weg davon. Ja, Seeigel, da solltest du nicht... Bin ich auch direkt erstmal reingedappt. I feel strange, sagt er dir dann irgendwann. Ich habe das rein. Wenn du reingetreten bist. Sauerei ist mir vor 2 Tagen passiert. Ich bin in ein Wrack rein. Kiste steht da und als ich die Kiste anfassen will, spawnt dieser blöde Seeigel. Ey, da war ich aber gleich mit den Fingern beiseite. Kann ich das Feuer anmachen? Ja, dann nimmst du dein Zippo, was du gerade an den Strand gelegt hast. Achso, da war ja was, hab ich schon wieder vergessen. Ilian, leg dir neben das Feuer. Ja, neben das Feuer. Leg dir gleich mal 4 von den Palmwedeln. Ich muss mal kurz das alles, was ich so hab, mitnehmen und das mal da hinten rüberbringen. So, dann machen wir hier eine Ecke für Werkzeug, also Quatsch, für so eine Special-Dinger. Torch, das Ding, Machete, Knife. Wieder zurücklaufen. Ja, einige Gegenstände wirst du demnächst auch doppelt finden. Ich hab in meinem Spielstand, glaube ich, jetzt 7 Macheten, also... Ja, das macht ja nichts. Ich kann auch Samurai Jack auf meiner Insel spielen. 12. 12 Motoren. 5 Stück habe ich schon sogar auf meiner Hauptinsel. So. Unfassbar, wie viel ich davon gefunden habe. Also keine fertigen Motoren, sondern nur dieser Motorblock. So, Kilian, zur Erklärung, dieses Feuer, das geht auch irgendwann aus. Da kannst du dann nachher, du kannst auch während es brennt, kannst du da jetzt Palmwedel oder Stickies reinpacken. Du nimmst den Stick in die Hand und musst dann mit linker Maustaste in dieses Campfire halten. Und dann kannst du das nachlegen. Wenn es ausgeht, musst du natürlich Stöcke nachlegen und kannst dann wieder neu anzünden. Ich kann es nicht nachlegen. Jetzt noch nicht, weil das Feuer noch brennt oder gerade erst angemacht wurde. Du siehst aber, dass die Klötze kleiner werden da drin. Ja, stimmt. Mit der Zeit. Verschwinden so ein bisschen im Boden. Ja, die verschwinden im Boden, genau. Ich würde mal sagen, wenn der nächste Tag angebrochen ist, werden wir uns mal... Ja. Wenn der Fisch fertig ist, macht's pling, ne? Du weißt ja, du hast eine Mikrowelle dabei. Ja, klar. Das ist meine Toshiba. Dann kannst du diesen Fisch auch direkt essen. Sardinen geben jetzt nicht so den großen Nährwert, ne? Macht ja nichts. Oh, jetzt nehme ich jetzt zurück. Oh, von hier sieht's echt schön aus. Hallo Mond. Park mal kurz um. Wo du gerade zu deinem Boot laufen bist, hast du auch bestimmt da jetzt auf dem Wasser die Gischt da gesehen, oder? Ja, habe ich gesehen, ja. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Ja. Die Gischt sind... Da sind Wracks. Oder zumindest Kisten meistens. Ja. Bei deinen Grafikeinstellungen gab es einen Tipp, RAM sieht sie leider nicht. Zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr, wenn du auf deine Uhr guckst, kannst du diese Gischt am besten um deine Insel sehen.
Okay, nur bei High, Nachts nur sind bei hohen die am Einstellungen, besten oder wie? nicht sichtbar, Oder komisch. nachts siehst du sie auch sehr gut, aber auch tagsüber zwischen 9 und 15:30 Das wäre Uhr. für ein High oder so. Ist das nur bei hohen Einstellungen zu sehen, oder wie? Ich glaube ja, weil ich sehe sie um diese Uhrzeiten, Ram sieht sie leider nicht. Ja. Er sieht sie dann nachts aber besser. Das ist die maximale Einstellung, die ich einstellen kann von diesem Spiel. Was dazu kommt, um diese Insel herum, wenn du jetzt speichern würdest, siehst du die Dinger nicht mehr, wenn du Okay. dann neu startest. Das ist leider noch ein Bug im Moment, weil die sollen wohl bestimmt auch sichtbar bleiben. In Zukunft Ist wird der das jetzt bestimmt auch fertig? bearbeitet. Guckt Wenn so. es Pling macht, ist der Nee, bestimmt fertig. es kam nur so ein so ein kleines Piepen. Ja, Aber Pling. da steht. Nee, sowas kam irgendwie nicht. Ich kann ihn noch reinhängen auf jeden Fall. Nein, der ist geguckt. Vor allen Schmeiß ihn mal auf den Dingen. Boden und dann kannst du lesen, ob der guckt Ja, der ist. ist guckt. Ja, dann kannst du ihn auch essen. Ja. Hast du gerade da den Tippfehler mitbekommen? Da steht a massive fish, aber mit F. Ja. Nice. So, also ja, wenn es Tag wird, dann werden wir die Folge mal ganz kurz beenden. Und dann sehen wir uns in 1 bis 2 Tagen wieder. Und dann wird, ne, dann stechen wir in See. Oha. Oh ja. Ach man. Einen schönen Abend noch und schönes Wochenende. Ja, warte, warte. Erstmal werden wir nochmal den Fisch hier gucken. Und dann snacken wir den weg. Und dann, wir werden noch Der einen Moment lang Fisch, warten, der bis es Tag wird. Fischmeister snackt Fische, ja. Der Fischmeister. Forellenmeister. Ja. Ah, jetzt hat's geblinkt. Ja, das ist deine Toshiba. Du kannst jetzt mal so ein Palmwedel nehmen und in das Feuer legen. Ja, funktioniert. Abutze spielt The Binding of Isaac Rebirth. Also, was natürlich sehr schwer ist, du brauchst die Stickies zum einen, um zu bauen, zum anderen aber auch, um dein Feuer zu unterhalten. Würde ich mir in Zukunft wünschen, da liegt noch sehr viel Treibholz auf diesen Inseln rum, dass man das in Zukunft mitnutzen kann. Achso, Sonst hey, der war doch sind gerade schon die so ein Piepen. Na egal. Palmen sind nämlich sehr beansprucht hier. Einmal zum Bauen, dann willst du auch was zu essen haben. Und wie gesagt, fürs Feuer. Also Palmen sind im Moment das, was sehr beansprucht wird. Und ich bin noch nicht so lange in dem Spielstand drin, dass ich sehen könnte, ob Palmen nachwachsen. Sie sollen wohl nachwachsen, aber das wird natürlich seine Zeit dauern, bis so eine Palme wieder auf den Boden schießt. Ja, ist wahrscheinlich, ne? Ich habe auch schon hier 4 Stück abholzen müssen für das Haus, ne? Oder so ein kleines Haus. Ja. Aber immerhin ein Haus. Und du hast noch kein Bett gebaut, was dann auch noch mal richtig Rohstoffe frisst. Das Bett waren 4 Seile, 4 Palmwedel und 6 Sticks. 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 Genau, Sticks, Fischstäbchen. Lol, scheiße, ich habe gerade einen Fisch gegessen. Ja, dann kriegst du gleich Montezumas Rache. Oh, Alter, ich bin fast verhungert, was ist da los? Ja, Rame hat ihn roh gefressen. Ja, versehentlich. So. Alter, Ja, wie wenig Essen was das so nur schlimm ist es auffüllt. nicht. Du kotzt dann Hat sich nur. da. Das sieht man, glaube ich, sogar, das Kotzen, so eine kleine Ja, Animation. hat sich der Sushi-Koch hat sich die Finger nicht gewaschen und deswegen hast du jetzt Montezumas Rache. Aber erstmal eine Kokosnuss hinterher essen, genau, da wird der Stuhlgang wieder härter. Ja, vor allem, wie viel ich essen muss, bis das voll ist. Aber Kokosnüsse wirst du immer finden. Wenn du dir dann auch noch eine Palme übrig behältst, wachsen die auch nach. Und so eine Kartoffel stärkt auch. Machst dir halt einen Kartoffelsalat mit Sardinen. Genau. Stelle ich mir dezent eklig vor. Weiß ich nicht, Ram. Soll Leute geben, die das bestimmt mögen. So, ich würde trotzdem sagen, aber wir müssen nochmal wahrscheinlich nachwerfen hier, dass wir uns jetzt gleich mal wiedersehen. Und dann würde ich mal sagen, danke euch allen fürs Zugucken, wünsche euch wie immer einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.